Hallo zu Mission Erste Liga. Naja, was ja nicht mehr der Fall sein wird, eventuell. Und wenn wir nochmal entlassen werden, werde ich das Let's Play auch beenden, weil FIFA 18 kommt in ein paar Tagen schon. Und da will 19. 19. Und da macht es ja keinen Sinn, wenn ich das hier ganze unnötig in die Länge ziehe. Oh. Hab ein bisschen rumgeleckt. Weiß nicht, was Computer hat. Wartet mal. Oh. So. Ich hätte mal Pause machen sollen. Naja, ist ja auch egal. Ist ja nichts passiert. Als ich dieses kleine Fensterchen da vorne Origin geschlossen habe, was da. Na kommt, gut gemacht von Stöger auf Gruß auf Hinterseher auf Sam. Oh, das kam leider da nicht an. Oh, aufpassen. Gut, Weiland gestoppt, da ja wieder bei Bochum spielt. Lawrence. Oh, Chimera hier gut vor der Ecke gerettet. So schlecht läuft es heute noch nicht. Bodorov, wunderbar. Cruz auf Stöger. Oh. Da war Cruz nicht schnell genug. Oh. Schön Riemann auf Suarez, auf Lucilla, auf Stöger. Oh. Das war nicht so geplant gewesen. Bodorov schön auf Hochland. Weiter auf Chimera. Sehr kontrolliertes Spiel. Sam. Oh. Aber der letzte Pass in die Spitze passt noch nicht. Oh. Da. Mist. Da war die große Chance. Oh, Sam. Was machst du da? Da habe ich die Abschirmtaste zu früh gemacht. Niemand. Auf Stöger. Ei. Unkonzentriert nach außen gespielt. Peitz. Riemann. Schön gemacht. Au. Da war nicht alles so sauber und das bekommt Hochland erstmal was zu hören. Uiuiui. Das war gefährlicher als es aussah. Riemann auf Stöger. Aber da wird hier bedrängt von Weiland. Oh, da geht Stöger aber auch heftig rein.
Oh, oh, oh. Auch er noch mit einer Ansprache davon gekommen, obwohl das alles nicht ganz so. Gut aussah. Oh. Oh. Chimera, Sam. Sam behält den Ball. Schön auf Gruß. Aber leider wurde daraus nichts Brauchbares. Suarez zur Ecke. Die nächste Ecke. Gruß auf Hintersee, aber da ist dann nur noch Weiland und Gruß schickt den Ball erstmal ins Aus. Oh ja, ja. Bochum geht auf sehr offensiv. Oh, Eisfeld hier mit einem dicken Patzer. Aber Duxch lässt sich da viel Zeit. Suarez langt hier auch mal zu. Kommt davon. Uiuiui. Ui. Budorov. Sumera. Eisfeld, Sam. Oh, Sam verliert hier den Ball. Budorov, wunderbar. Gruß. Sam. Oh, erste Chance hier. Oh, oh, oh. Freistoß. Stöger, Sam, Gruß. Gruß hier sehr schnell und findet den Kopf von Hinterseher nicht. Suarez hier mal im Vorteil gewesen. Ah, nee, Lenz war. Duxch, Chimera mit dem Auskick. Oh. Halbzeitpfiff. Uiuiui. Die China hier am Druck machen, aber Bochum sehr gut dabei. Hat die China im Griff. Oh. Hier, sah schon geklappt. Oh. Aber der letzte Pass war Müll. Duxch. Budorov zur Ecke. Wieder einmal.
Hochland. Au. Oh. Ball kommt auf Dutsch. Aber nichts passiert. Schindler für Weiland im Spiel. Brez. Schindler. Stöger. Oh. Abseits und Wurzel Chimera im Spiel. Dadurch ein bisschen Aufstellungs rumgedreht. Shisho vor kurz am Ball. Oh. Sam hier gut und Riemann auch gut gerettet. Oh, wunderbar auf Suarez und Wurz ist frei und ja, er macht es! Bochum führt 1-0. Bandowski kommt hier für Sam. Bochum spielt ausgeglichen. Nur so weiterspielen. Konzentriert weiterspielen. Keiner hat den Ball bekommen von den beiden. Oh. Da war ein ziemlicher Fehlpass. Oh, Bandowski. Oh, wow. Der wäre Duxbald bald drin gewesen. Oh, Seidel. Erobert den Ball noch. Mulling, Peitz, Seidel, Hermann, das, was, Elfmeter, wozu? Ich glaube, Hand. Gündoğan für Stöger. Und Riemann hält. Und hält den auch im Nachfassen.
Bochum hier mal im Glück. Hinterseher mit einem totalen komischen Rückpass da total in die Riemann knallt den Ball mal nach vorne. Oh, genau in den Gegenspieler. Aber Bodorov ist da. Lucilla. Gündüz. Ah, schade. Oh, Draxler wurde hier gefault. Gündüz auf Wurz. Hau. Ja. Gündüz rettet hier gut. Und Bandowski bekommt die gelbe Karte. Das war schon relativ heftig. Schindler. Und Lucilla fault ja auch nochmal. Bekommt nochmal eine Ansage. Der hat doch schon mal eine Ansage bekommen. Budorov. Auf Suarez. Hinterseher. Auf Gündüz. Auf Wurz. Auf Eisfeld. Und Cruz zieht nochmal ab. Und Ecke gibt's. Die erste Ecke im Spiel. Kurz vor Ende. Bandowski mit der Flanke in die Arme von Coxholm. Oh, Kim Zumbi bekommt den Ball noch. Ah, nein! 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 In der Nachspielzeit gleicht Kiel hier noch aus durch Seidel. Da bleibt der fällt in einmal der Ball vor die Füße. Nicht genug verteidigt und dann Bochum jetzt auf volle Offensive. Hinterseher beim Abseits. War es das? Ich werde das Spiel jetzt nicht wiederholen, weil das ein gutes Spiel war. Auch wenn ich mir gedacht habe, drei Wiederholungen probiere ich. Und da ist das Ende 1:1. Gespielt, reicht das für die Jobrettung? War das das letzte Spiel? Pressekonferenz, Nachricht von Spielern. Wirst du nächstes Mal bekommen? Beim nächsten Vertrag? In der Theorie? Dieses Unentschieden hat uns den Arsch gerettet, scheinbar. Erstmal.
Das freut uns. Darauf kann man aufbauen. Sache 2, 4, 6, 8, 10. Abwehrgrundlagen. Neun, zehn. Was vier sind? 14. Thomas. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16. Dorfvorlagen. Stürmertraining. Janicera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Angriffsszenario. Sarah bekommt nochmal Training 2, 4, 6. Ach, da war Bodorov. Lernt den Parcours. Nochmal Stürmertraining. Aber für Klein 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Triple im Parcours und alle zu monieren und was? CF, oh Gott, DAA. So. Pressekonferenz motivieren. Warten, darf noch gerade. Ach so, Bodorov, Böd und Bodorov. Okay. So, dann wollen wir mal das nächste Spiel gegen Sandhausen machen. Mal sehen, was es diesmal wird. Hinterseher mal für Cruz. Cruz auf der Bank. Wollen wir mal so machen. Und wie erst gesagt, falls ich entlassen werde, war das das letzte Spiel. Wäre schade gegen Sandhausen. Duckfuß, Kista,
Stifler. Oh. Stöger. Eisfeld, Stöger. Auf. Suarez. Ah. Da konnte ich nicht. Oh, hui. Eisfeld. Sam. Eisfeld. Böde. Auf. Ah. Lucela. Sam. Eisfeld trifft da nur den Außenpfosten, den Pfosten. Noch niemals Ecke. Ja. Schuhen. Nach vorne gekippt. Knippig. Gibson. Freistoß. Stöger auf Suarez, auf den schnellen Stöger, und da war dann zu langsam, zu viel gehakt. Oh. Foul am Guten von Budorov. Und Budorov zieht dafür natürlich Gelb. Und in die Walachei gepölt. Hochland. Suarez. Stöger. Lucena. Hochland. Stöger. Ah. Na ja, da war auch zu einfach für von Hinterseer. Da war kein Foul an Lucena scheinbar. Guten auf Duckfuß. Budorov hier sehr fair und der Ball bleibt im Feld. Stöger Hinterseer. Ah, Sam war da ein bisschen zu langsam. Vollmann nicht im Abseits. Stöger, schön auf Hinterseer. Auf Bode! Böde Mann ich. Sam mit dem Ausschuss. Eisfeld. Oh, jetzt schon Wechsel. Ecke.
Oh, Wooten! Aber Riemann hält. Stöger zu langsam. Und da war auch ein kleines Foul. Böde. Stöger zieht ab und trifft. Bochum ist mal wieder in Führung durch Kevin Stöger. Da war aber eng, wie der sich hier durchsetzen musste. Jetzt nur noch auf Offensiv, auf ausgeglichen, noch nicht. Dafür ist noch zu viel Zeit. Hinterseher war mal wieder im Abseits. Oh. Oh, Stöger, dazu langsam für Stifler. Oh, oh, oh. Ui, 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 ui. Böder. Hinterseher, Stöger. Oh. Lucilla, Chimera. Sam. Böde. Ah. Oh, oh. Oh, 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 die ganze Abwehr hier freigestellt und da muss das so sein. Das 1:1 durch Stifler. Und der Halbzeitpfiff. So, Bühle, Sam kann den Ball hier nicht fassen. Budorov. Chimera, aber hier ein Pass in den Rücken. So. Kein Problem für Riemann, dieser kommt mal das eigene Manns. Oh. Auch wieder sehr schlecht verteidigt. Da fehlte der letzte Antrieb. Vollmann. Gut von Chimera. Gut hier von Sam. Rosbach. Guten. Ja, noch kein Wechsel. Gut drauf. Hochkant. Suarez. Wird sehr schlecht gemacht. V von Suarez. Stöger.
Böde. Böde zum 2:1. Tesche für Eisfeld ins Spiel. Daniel Böde. Unser Ungar. Duckfuß. Offensiv. Budorov. Sam. Chimera, Sam. Oh, wow, wow. Abgeblockt und dann sind die Sandhäuser hier wieder in der Gegenangriffsphase. Und nichts passiert. Cruise für Stöger. Oh, Stöger war am Ende seiner Kräfte. Sam, Budorov. Sam, Sam kommt da nicht dran. Tesche. Böde schießt noch mal. Oh, Hinterseher hier mit der großen Chance und kurz für Sam. Oh Mann, sind die Bochumer Spieler alle fix und fertig hier. Chimera. War das nicht Absatz? Aha. Uiu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 
Oh, 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 oh. Knippig! Schieß drüber! Bochum jetzt auf defensiv. Gut gemacht hier von Tesche, Wurz, Böde, Hinterseher, kann da nichts machen, Hinterseher, und Schuhen hält hier nochmal. Nächste Ecke. Oh, Kruse ist da und versenkt mit dem Kopf zum 3:1. Die Ecke und dann war Kruse da. Da hatte er auch viel Platz. Jetzt nur noch die paar Minuten hier ruhig weiter zu Ende spielt. Und da war es schon. 3:1 Bochumer Sieg. Wir haben unseren Arsch gerettet. Sieben Spieltage noch. Ob wir die als Trainer überleben? Aber 9. Platz, das ist schon sauber. Ja, schon ordentlich. 7 Spiele noch. Hat Heidenheim auch und die haben 8 Punkte Rückstand. Darmstadt hat nochmal 2 Punkte weniger, aber ein Spiel mehr Rückstand. Ja, nach oben geht nur noch durch ein Wunder was auf dem 6. Platz. Ne, ist rechnerisch, glaube ich, nicht mal nötig. Und Spinner gesperrt, Bodorov gesperrt, okay. Oh, ich habe das Training vergessen. Naja, gut, das nächste Mal geht es nicht, werden wir wohl nicht entlassen. Die nächste Folge nehme ich. Kalender, ja, gegen Paraguay und Kanada werden Freundschaftsspiele gemacht, dann gegen Braunschweig, Darmstadt, ne, Düsseldorf, Lautern, Fürth und Aue, dann noch Regensburg und Union und Regensburg. Ich glaube, wir haben uns ein Eis. Noch nicht ziemlich gut, noch nicht sehr gerettet. Na gut, aber nächste Woche geht es nicht um die Rettung unseres Arsches, sondern um internationale Spiele. Also bis dann, tschüss!